So Freunde, euer Simon hier, es ist Montag, es ist selbstverständlich Gym Time, wir sind hier im Uni-Gym und es gibt ein Workout, ein komplettes Workout, und zwar gibt es heute ein Bizeps-Workout. Obwohl ich euch schon auf dem Kanal unglaublich viele Bizeps-Übungen gezeigt habe, und ja, es macht Spaß, den Bizeps zu trainieren, es gibt viele, viele tolle Übungen, es gibt auch nicht das perfekte Workout, aber trotzdem haben sich von euch sehr, sehr viele das Bizeps-Workout gewünscht, und ich glaube, es ist ganz wichtig, dieses Video zu machen, weil es so zwei Fehler gibt, die sehr, sehr viele machen. Zum einen, es gibt wie gesagt sehr, sehr viele tolle Übungen, aber das heißt nicht, dass ihr die alle auf einmal machen sollt. Legt nicht zu viel Gewicht aufs Bizeps-Workout. Ich trainiere zum Beispiel den Bizeps so gut wie gar nicht. Ich mache das Rücken-Workout und danach mache ich vielleicht ein, zwei Sätze für den Bizeps und das war's. Und ab und an mache ich dann mal so ein Workout, wie ich euch jetzt zeige, und selbst das ist Max. Das ist Maximum. 6 bis 8 Sätze, Arbeitssätze für den Bizeps sind völlig ausreichend. Macht's wirklich, wenn dann nach dem Rückenworkout oder wenn ihr mal so einen Armtag habt, dann könnt ihr das auch super machen mit Trizeps zusammen. Aber macht bloß nicht erst Bizeps und dann große Muskelgruppen. Wirklich, er ist nicht so wichtig, und es ist nicht so wichtig, den einzeln und als erstes und so ausgiebig zu trainieren, damit er wächst. Denkt dran, er hilft bei allen Sachen mit, wo ihr zieht. Deswegen würde ich euch immer empfehlen, sozusagen erstmal das Rückenworkout zu machen. Wenn ihr aber ein ganzes Workout haben wollt, könnt ihr das ganz, ganz toll nachtrainieren. Vielleicht ganz als erstes, man kann die Köpfe etwas unterschiedlich treffen, das wisst ihr. Aber das heißt nicht, dass ihr jetzt jede Übung braucht, einmal für den kleinen, für den kurzen Kopf, einmal für den langen, einmal für den brachialis und so weiter. Die arbeiten immer irgendwo zusammen. Man kann einen kleinen Fokus setzen, und das machen wir auch in diesem Workout. Deswegen gibt es 3 Übungen, die etwas anders gezielt auf den Bizeps einwirken und auch vom Wiederholungsbereich etwas anders sind. Ich liebe es, besonders auch beim Bizeps, aber bei anderen Muskelgruppen, so in diesem holistischen System sozusagen zu arbeiten. Das heißt, eine schwere Übung, eine mittelschwere und eine etwas leichtere, wo wir viele Wiederholungen rausreißen. Erste Übung, fangen wir direkt an. Das ist so eine meiner Lieblingsübungen für den Bizeps. Und zwar sind das ganz klassische Langhantel-Curls mit viel Gewicht. Macht immer gut warm. Und dann nehmt ihr so viel Gewicht, dass ihr so gerade eben 3 bis 4 saubere Wiederholungen schaffen würdet. Geht leicht in die Hocke, legt euch das Gewicht sozusagen ab, und wir machen zwischen jeder Wiederholung eine ganz, ganz kleine Pause. Ihr kennt dieses Pitforce-System, finde ich bei dieser Übung ganz fantastisch. Das heißt, immer eine saubere Wiederholung machen, kurz ablegen, kurz den Bizeps entspannen, dann wieder anspannen und dann wieder eine saubere. Sodass ihr 8 saubere Wiederholungen schafft mit einer kleinen Zwischenpause. Warum? Weil es sozusagen die Übung ist, bei der die wildesten Ausführungen sichtbar werden, die es überhaupt gibt. Viele nehmen eben zu viel Gewicht, und ab der 2., 3. fälschen sie unglaublich ab. Das sollt ihr nicht machen. Ihr sollt die sauber ausführen. Trotzdem ist sie eben sehr, sehr gut mit viel Gewicht. Das ist eine Übung, wo ihr richtig schön viel Gewicht bewegen sollt, aber sauber. Und dafür ist Pitforce sozusagen fantastisch, weil ihr euch jedes Mal auf jede einzelne Wiederholung konzentriert, eine schöne lange Spannung auf den Bizeps haltet und 8 saubere Wiederholungen schafft mit einer kleinen Zwischenpause. Fantastische Übung. Viele fragen mich auch so, Griffbreite, eher eng, eher breit. Wenn ihr enger greift, habt ihr ein bisschen den Fokus auf dem äußeren, auf dem langen Kopf. Wenn ihr etwas breiter greift, habt ihr den Fokus etwas eher auf dem inneren Kopf. Ich würde euch wirklich vorschlagen, schulterbreit. Richtig schön, wenn ihr die ablegt, sozusagen neben den Oberschenkeln direkt, da wo ihr auch am meisten Power habt, sodass eben das Ganze recht ausgeglichen ist, und ich fühle sie immer ein bisschen mehr sozusagen auf dem kurzen Kopf, und ganz, ganz fantastische Übung, viel mit Power, schnell beschleunigen, richtig sauber, schnell beschleunigen, Power, und wie gesagt, jede einzelne Wiederholung schön genießen. Davon macht ihr 2 Arbeitssätze, mehr nicht, das reicht völlig aus. So. Zweite Übung. Welchen Teil des Bizeps ist es noch wichtig zu trainieren, damit der Bizeps schön voll aussieht? Und zwar ist es der Brachialis. Es ist zwar ein Bizeps, wir haben den langen Kopf, den kurzen Kopf, aber der Brachialis trägt sehr, sehr viel zur Form des Bizeps bei. Zum einen, viele werden sagen, ja, aber den sehe ich ja erst, wenn ich stark definiert bin. Ja, an sich schon, aber wenn ihr den gut austrainiert, drückt er, das habe ich auch schon mal in dem Video erklärt, drückt er so ein bisschen auf den äußeren Kopf, und damit kriegt ihr die Bizepshöhe noch etwas besser hin. Das heißt, ich würde euch immer empfehlen, auch eine Übung zu nehmen, wo ihr den so ein bisschen mehr isoliert. Und am besten treffe ich den mit schön sauberen Hammer Curls, eng am Körper. Nehmt euch ein Gewicht, wo ihr saubere 10 bis 12 Wiederholungen schafft, und macht die wirklich
einarmig, fühlt sie, versucht dann nicht eben sozusagen über die Schulter zu arbeiten, weil da würdet ihr sonst auch den anderen Teil oder die anderen Teile des Bizeps mitnehmen. Versucht den Oberarm so starr wie möglich zu halten, senkrecht sozusagen auf dem Boden, eng am Körper, führt wirklich mit dem Teller der Hantel und führt sie sozusagen zur Schulter hoch, versucht wirklich den ganz zu isolieren, schön sauber, lasst den Ellenbogen schön vorne und versucht ihn mal wirklich zu fühlen. Eine der besten Übungen überhaupt, finde ich. Es geht auch auf beide Bizepsköpfe, aber sehr schön zusätzlich eben noch auf den Brachialis. Viele würden sagen, ja, den Brachialis treffe ich ja vielleicht noch besser, wenn ich den Arm noch weiter nach unten drehe. Ja, aber dann könnt ihr nicht mehr viel Gewicht bewegen und dann habt ihr den Brachioradialis drin und verletzungsanfällig. Und ich finde wirklich, dass man, wenn man den Bizeps trainiert, mit den Hammer Curls den Brachialis selbst etwas besser, etwas effektiver trifft. Eine meiner absoluten Lieblingsübungen, schön sauber, 10 bis 12 Wiederholungen und auch 2 Sätze, 2, nicht mehr, bloß nicht mehr machen. Es reicht völlig aus. 2-mal so richtig schön bis ans Muskelversagen heran und das reicht. So. Und dann geht ihr an die SZ-Stange, Drag Curls. Habe ich auch schon mal gezeigt. Wie gesagt, könnt ihr euch in den Videos mal durchlesen, die Drag Curls. Eine der meiner Meinung nach schönsten, effektivsten Übungen, um insbesondere den langen äußeren Kopf zu treffen. Macht die einfach mal nach. Zieht die wirklich mal hoch und nehmt die Ellenbogen auseinander. Zieht die richtig, richtig schön hoch und ihr werdet merken, dass ihr eben im oberen Bereich, also in der vollen Kontraktion, einen unglaublichen Pump drauf bekommt. Und das ist eben so der Unterschied zu den anderen. Bei den anderen haben wir ja eher den Fokus sozusagen auf dem kurzen, auf dem Brachialis. Und jetzt treffen wir den langen Kopf ganz fantastisch. Es zieht wie Hölle, es brennt wie Hölle. Und das ist wirklich eine der schönsten Übungen, weil ihr dauerhaft, besonders so im oberen Teil der Bewegung, also in der vollen Kontraktion, eine volle Spannung habt durch den Hebel. Und wie gesagt, wir schalten so ein bisschen den langen Kopf mit ein. Fantastische Übung zum Ausbrennen eben, weil es eben eine etwas, ja, eine schwächere Bewegung ist, würde ich da recht wenig Gewicht nehmen und so 15, 17 Wiederholungen machen, richtig, richtig, richtig ausbrennen, bis da gar nichts mehr geht. Und hört nicht auf, wenn ihr nicht mehr ganz hochkommt, sondern hört erst auf, wenn ihr keinen 2, 3 Zentimeter mehr hochkommt. Dann ist das Ganze erst fertig und davon auch 2 Sätze mit schön vielen 15, 17 Wiederholungen ungefähr. Ihr könnt auch 20 machen, lasst ihn richtig mal durchbrennen und das war's. Das war's. Macht das Ganze mal nach. Jetzt werden viele sagen, aber es gibt doch noch so tolle Übungen, man kann das und das machen. Ja, dann aber auch in einem anderen Workout. Lasst wirklich nicht, macht nicht zu viel für den Bizeps. Das reicht völlig aus. Packt das Ganze an Rückenworkout, dann ist es fast schon zu viel. Oder macht wirklich daraus euch einen schönen Armtag. Oder wenn ihr es mit anderen Muskelgruppen trainiert, wirklich erst die großen Muskelgruppen und dann vielleicht noch den Bizeps dran. Und dann seid ihr schnell mit so einem Workout durch. Es sind 6 Arbeitssätze, das reicht. Und macht es mal, das reicht völlig. Bizeps wird explodieren, es wird sich sehr, sehr gut anfühlen. Und fürs Wachstum habt ihr sozusagen den von allen Winkeln getroffen. Ihr habt jede Funktion des Bizeps getroffen. Denkt dran, der dreht auch ein bisschen über die Schulter. Deswegen bei der ersten Übung drehen wir ein bisschen über die Schulter. Wir haben die Beugung im Arm, wir haben die etwas isoliertere Beugung für den Brachialis. Wie gesagt, so kompliziert ist der gar nicht. Hauptsächlich beugt er und denkt immer daran. Und wachsen tut er auch. Da geht es aber eher um die Intensität und um die Ernährung und um die, ja, die Zeit, die ihm einfach gibt zum Wachsen. Deswegen nicht zu viel für den Bizeps machen. Macht das Workout mal nach. Bin gespannt, was als nächstes kommt. Schreibt unbedingt runter. Dann bin ich gespannt, was ich als nächstes nachtrainieren kann. Und jetzt sind wir schon bei der neuen Endcard sozusagen von YouTube. Deswegen verlinke ich euch, glaube ich, jetzt irgendwo hier, irgendwo 2 Videos. Und dieses runde Ding daneben. Das müsst ihr jetzt anklicken, damit ihr den Channel abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten bei Facebook, Instagram vorbeischauen und ja, die besten Supplements, der Booster war ja gerade drin, die kriegt ihr natürlich bei Body Epi Nutrition. Bis dahin, euer Simon.